Jaina gegen Valera. Gegen eine Schurkin. Interessant. Ihr habt es so gewollt. Die packe ich nochmal rein. Die behalte ich auf der Hand. Die behalte ich auch auf der Hand. Und den Mana-Würm direkt zu Anfang wieder. Das finde ich gut. Zack. Schaut auf die Legionen, die ich Prinz Malchazar. Malchazar. Die Freude ist Malchazar. Malchazar. So, er entdeckt erstmal eine Karte von der Klasse von mir. Fair enough. Kann er gerne tun. Und ich werde direkt mal in die Vollen gehen. Werde Nummer 1. Werde zaubern. Und werde nochmal zaubern. Fängt doch schon mal ganz gut wieder an hier. Oh, Klingenblütenseifen. Voll okay, kann er gerne tun. Ich werde 7 Schaden machen diese Runde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und werde den Lakai noch ausspielen. Max schaut meinem Spiel zu. Hallo Max. Allen feindlichen Dienern einen Schaden zufügen. Hat er gut gespielt. Eine gefälschte Münze haut er noch raus. Und noch wahrscheinlich noch eine Klingenblüte. Genau. Zack. Um einen von denen schon mal loszuwerden. Ich mache spontan 5 Schaden. Mache spontan 6 Schaden. Den Mana will ihn voll ausnutzen hier, um Schaden in die Fresse zu machen. Geheimnis wird ausgespielt. Die Klingenblüte. Mhm. Friert alle feindlichen Diener ein. Hm. Den sollte ich wohl jetzt nicht dagegen schicken, denn dann muss ich ihn wahrscheinlich zurück auf die Hand nehmen, wobei das gar nicht so verkehrt wäre eigentlich. Und dann mehr kosten. Was soll ich nur tun? Ich spiele den trotzdem aus. Oh. Ah, er ruft eine Kopie von meinem Diener herbei und damit werde ich nochmal mit 6 ins Gesicht latschen. Alles klar. Haben wir doch schon mal ganz gut Schaden gemacht. Du bist der Max von Hearthstone, das habe ich mir fast gedacht. Das habe ich mir doch fast gedacht. Gut gespielt. Und dann gibt er ihm auf die Hand zurück. Danke. Dankeschön. Gar nicht so schlimm. Finde ich völlig okay. Ich spiele meinen Elementar aus. Oder friere ich den erstmal ein? Nö, ich spiele die beiden mal aus. Ich will ja Karten ausspielen. Boah, Attentat, okay. Und da wird er den natürlich sofort wieder los, ist ganz klar. Wir spielen weiterhin aus. Machen Schaden ins Gesicht. Damit wir in Runde 10 zum verheerenden Schlag teilen können, wenn wir bis dahin noch leben, weil er macht ganz schön Schaden hier, das Vieh. Prinz Malchazar, den muss er vernichten, weil sonst kann ich nämlich mit. Ja, sonst hätte ich nämlich mit dem und meiner Heldenfähigkeit seinen Diener killen können. So, jetzt werde ich mir gleich erstmal Zeit kaufen und die Gegner mal einfrieren.
genau zu sein, so und so. Und dann werde ich ihn in der nächsten Runde mit meiner Heldenfähigkeit wegkriegen. Finde ich schon mal gut. Und kann sie trotzdem alle wieder einfrieren. Und einen kann ich auch noch in ein Schaf verwandeln. Das finde ich schön. So halten wir auf jeden Fall bis Runde 10 durch, um die 10 Punkte Schaden zu verursachen und zu gewinnen. Fein, fein, fein. Es sieht gut aus für uns. Möge die Jade-Schlange euch leiten. Oh, jetzt erhält er immer eine Kopie von meinen Zaubern. Das ist natürlich blöd. Das will ich natürlich nicht. Das heißt, wir verwandeln den erstmal. Dann kriegt er halt ein Schaf auf die Hand. Und frieren den Rest ein. Hätte ich genauso gemacht. Legt er wieder einen Dolch an. Spielt keine Karten aus. Interessant. Dann werden wir natürlich den da los. Werden dem da 3 Schaden hinzufügen. Frieren wir die nochmal ein. Oder erhalten wir erstmal 8 Punkte Rüstung. Ach komm, wir frieren sie nochmal ein. In der nächsten Runde ist er eh tot. Schön. Und wir behalten die Siegessträhne bei. Das finde ich eine sehr feine Sache. Ja, spiel ruhig Klingenblüten aus, ist mir ziemlich Wumpe. Die Bruderschaft wird siegen. Mhm. Da legt er noch einen Dolch an, hilft ihm auch nicht mehr viel. Er kann keine Rüstung anlegen, also ist er tot. Gut gespielt. Und 10 Schaden und tot. Fein! Siegesschetterene. Da sind wir schon wieder Stufe 20. Und das schon mit 2 Sternen. Und jetzt sind wir auch mit Jaina Stufe 20 und bekommen die Arkane Intelligenz in Gold. Fein, fein. 30 von 50 Magierkarten ausgespielt. Huch, 0 Zuschauer? Wieso wird mir das denn gerade angezeigt? Das ist aber ein richtig schöner Bug jetzt gerade. Wir müssen nur noch 20 Karten mit Jaina ausspielen und dann haben wir schon die 60 Gold-Queste erledigt. Das finde ich fein. Gegen Malfurion. Da bin ich aber gespannt. Gegen einen Druiden. Ihr habt es so gewollt. Die packe ich wieder mit rein. Die beiden behalte ich. Karten ziehen am Anfang ist immer ganz gut. Sehr schön. Den Frostblitz auch direkt auf der Hand. Hallo. Freundlich. Guten Tag sagen. Ich hasse Questen. Na gut. Questen, diese Questen sind so unfassbar unbalanced. Das ist echt sowas von Hardcore-Scheiße. So, wir werden den da erstmal einfrieren und 3 Schaden hinzufügen und nochmal 2 Schaden hinzufügen. Mana-Bindung können wir auch direkt ausspielen. Den könnten wir auch direkt mal in ein Schaf verwandeln da drüben, wobei auch wir haben ja unsere Heldenfähigkeit, warum sollten wir das tun? Ja, okay. Hat er auch ganz nett gemacht. Bringt dir aber nicht viel Keule, denn der wird erstmal verwandelt. Und wir machen wieder 4 Schaden.
Da hat er schon die erste von vieren ausgespielt, von fünfen. Na toll, Belohnung Barnabas. Ein Schaden und damit wird er ihn los. Gut gespielt hat er da. Oh, und noch plus zwei, plus zwei. Boah, alles klar. Oh, und da springt er mir mit seinem Helden ins Gesicht und holt sich nochmal drei Punkte Schaden ab. Finde ich eigentlich ganz gut. Das fand ich eigentlich jetzt wirklich gut. Ich hole mir Karten. Spiele ich nicht aus, belasse ich dabei. Kann er mir gerne nochmal mit 3-3 ins Gesicht latschen. Mit dem Schaf. Die einzig wirklich unfaire Quest ist Rogue. Ja gut, die Kriegerquest ist auch scheiße. Wobei, wem ist nochmal die Quest? Ach so, die Schurkenqueste ist die 5-5er, ne? Die ist, ey, das ist einfach das... Ich hoffe, dass sie das wieder rausnehmen oder zumindest irgendwie entschärfen. Weil das ist einfach nur pervers. Das macht halt einfach keinen Spaß. Ach so, den kann ich nicht verzaubern. Das kann ich noch nicht machen hier. Das heißt, ich werde erstmal den Guten ausspielen. Und dann werde ich die Gegenseite mal eine Runde einfrieren. Willkommen im Rudel. Ja, da hat er schon seine Queste fast beendet hier. Hier mal 6 Punkte Schaden. Ach, die darf ich nicht auswählen. Scheiße. Dann werde ich den noch auswählen. Selbstverständlich. Und machen wir davon einen weg. Gut gespielt. 15, 13. Nee, da habe ich keine Lust drauf, die ins Gesicht zu bekommen. Deshalb mache ich den mal weg. Ist natürlich gemein. Und damit hat er seine Queste erfüllt. Jetzt hat er Barnabas. Was kann denn dieser Barnabas? Hab ich gar nicht geguckt eben. Wir machen die Gegner mal weg. Kriegen natürlich jetzt nochmal 5 Schaden. Ist natürlich nicht so geil. Und die dann in eurem Deck auf 0. Willst du mich verarschen? Okay. Frieren wir gleich natürlich sofort ein, die beiden. Ich sagte, frieren wir ein, die beiden. Mannerbindung oder Karten ziehen? Ich ziehe mir nochmal Karten. Den Kleinen hier aus. Yes, und dann kann ich mir gleich einen Flammengeysir auf die Hand holen. Ich habe leider nichts, um die beiden loszuwerden. Das heißt, ich bin wahrscheinlich gleich tot. Das ist nicht so geil. Weniger geil. Es sei denn, ich ziehe jetzt nochmal eine Karte, dass ich die nochmal einfrieren kann, eine Runde. Aber vermutlich werden wir diese Runde verlieren. Der hat einfach zu krasse Karten. Dagegen haben wir keine Chance. Ich muss leider noch für die Schule lernen. Alles klar. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Für die Schule lernen ist wichtig. Das sehe ich völlig ein. Ich hole mir den Flammengesier auf die Hand. Spektakulär. Zack.
Zack, wir wollen ja möglichst viele Karten ausspielen, gell? So, und das war's. Ja, gut gespielt brauchen wir hier nicht zu sagen. Gegen so eine Kartenübermacht haben wir einfach keine Chance. Gegen solche Karten kommen wir nicht an. Questen sind sowieso scheiße. Tweet dann noch eine Legendary aus. Alles klar, er wird mich wahrscheinlich jetzt einfach besiegen. Lassen wir das mal zu. Kriegerkessel schwerer zu erfüllen als Schurke, das stimmt, ja. Gut, unsere erste Runde, die wir verloren haben in diesem Let's Play. Und direkt mal wieder einen Stern verloren. Aber wir haben schön viele Karten ausgespielt, das hat mir gefallen. 45, wir brauchen nur noch 5 Karten mit der Magierin auszuspielen und wir haben unsere Queste erfüllt, das ist fein, das machen wir doch noch schnell in einer Runde hier. 5 Karten kriegen wir doch hin, vielleicht gewinnen wir ja sogar nochmal. Diese Kartendecks sind übrigens echt witzig, wenn man Kartendecks halt, also wenn man Decks baut, nur mit den, ausschließlich mit den Karten der jeweiligen Klasse. Die sind ganz schön mächtig, diese Decks, das ist ganz schön krass. Ja, den Rest behalte ich. Fein. Wir grüßen nett. Hallo. Wir machen natürlich erstmal wieder das Schlachtfeld komplett kaputt. So muss das sein. Zack, Terror. Fein. So, dann spielen wir natürlich erstmal den aus. Dann direkt den hier und dann direkt den hier. Zack. So. Und der spielt schon wieder direkt eine Queste aus. Wie ätzend. Predictus. Völlig kacke. Ich hasse Questen. Die sind so unbalanced. Das ist so unglaublich. Auch wir verteilen nochmal schön Schaden. Schade, dass sie so rumgehen. Aber okay. 4 Schaden ins Gesicht. Nächste Runde mit der Heldenfähigkeit. Plätten. Wir hätten noch den Flammengeysir ausspielen können, natürlich. Ja, kann er gerne tun. So, den da wegmachen. Mit dem ins Gesicht springen. Man spielt Hexer? Tja. Wir machen den da mal schön weg. Spielen den da aus und werden nochmal mit 5 ins Gesicht latschen. Sieht doch bisher ganz gut aus, was wir hier so fabrizieren. Verstohlenheit ist voll in Ordnung. Wir nehmen den schnieken Feuerball. Springen damit ins Gesicht. Und spielen noch den Flammenelementar aus und haben nächste Runde so gut wie gewonnen. Wir haben nächste Runde gewonnen, weil wir haben noch den Feuerball auf der Hand. Gut gespielt. Egal, was er tut, er ist tot. Ah, er stellt sich 6 Leben wieder her. Oh, bringt ihm auch nicht viel. Zack, da entdeckt er seinen Diener und gibt sich geschlagen. Fein. Wenn man ein Deck nur aus Hexerkarten baut, tötet man sich in der Regel selber. Nein, das stimmt nicht. Ich habe letztens mit einem ausschließlich Hexerdeck gespielt und das war tatsächlich, ich habe glaube ich 4 Runden hintereinander gewonnen. Oder hatte ich ausschließlich Hexer? Doch, ich hatte ausschließlich Hexerkarten. Aber ich habe schon auch, also in meinem privaten Account habe ich ja mehr Karten als hier in dem. So, wir haben die Meistermagier-Queste erfüllt und bekommen 70 Gold, 60 für die Queste und 10 für unseren dritten Sieg in a row. Das finde ich doch ganz fein. Ich schaue nochmal nach der dritten Queste. Die dritte Queste wäre Priester oder Hexenmeister zu spielen. Ich hoffe, wir kriegen den Hexenmeister in der Arena und können diese wundervolle Queste in der Arena zu Ende spielen. Denn ich springe jetzt tatsächlich eine Runde in die Arena, weil ich noch Bock habe auf eine Runde Arena.
Jetzt habe ich ganz oft Arena hintereinander gesagt und wenn ich jetzt noch ein paar Mal Arena sage, habe ich noch viel öfter Arena gesagt hintereinander. Arena. So, Hexenmeister in der Arena finde ich großartig. Bitte, 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 bitte betet für den Hexenmeister. Bitte, 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 bitte. Ich hätte gerne einen Hexenmeister dazu. Ein Hexenmeister, ein Hexenmeister, ein Hexenmeister, ein Hexenmeister. Verdammte Scheiße! Okay, dann eindeutig die Magierin. Und bei da müsst ihr mir beim Deckbauen helfen, denn die Magierin kenne ich nicht so gut. Kopie herbeirufen, Heilung, ich nehme das geschmolzene Ebenbild. Friert einen Diener sowie seine benachbarten Diener ein. Oh, Apotheker ist natürlich auch geil. Die Frostnova ist natürlich auch super. Ich nehme die Frostnova. Ich nehme den flackernden Sturm. Smaragdtäscher ist natürlich eine schöne Karte zum Anfang. Smaragdtäscher oder die Kryomantin? Smaragdtäscher oder Kryomantin? Apotheker, hast du gesagt, Trashmob. Ja, habe ich mal nicht auf dich gehört. Kryomantin oder Smaragdtäscher? Ich glaube, ich bin für die Kryomantin. Ich nehme die Kryomantin. Häscher, tut mir leid. Ich höre heute nicht auf dich. Ruft einen gesichtslosen Vernichter herbei. Gesichtslose Schlurfer ist immer eine geile Karte. Wenn euer Held tödlichen Schaden erleidet, wird dieser verhindert und der Held wird immun in diesem Zug. Kann man eine Runde länger mit überleben? Da würde ich jetzt tatsächlich mal auf euch hören. Boah, wo sind die ganzen Leute hin? Nur noch 4 Zuschauer. Okay. Trashmob, was sagst du? Eisblock oder den Schlurfer? Jetzt sagt er gar nichts, jetzt ist er beleidigt. Auf dich hat er letztens auch nicht gehört. Stimmt. Richtig, auf dich habe ich letztens auch nicht gehört. Den Eisblock. Ja, echt sicher? Den braucht man so unglaublich selten. Den braucht man wirklich so selten. Und meistens hat man in dem Moment, wo man ihn braucht, schon verloren. Deshalb bin ich eigentlich tatsächlich eher für den gesichtslosen Schlurfer. Es tut mir leid, ich nehme den Schlurfer. Ich nehme die Chemikerin. Ich nehme auf jeden Fall den Wasserelementar mit. Ich nehme den Mimen. Ah, schön. Ich nehme den Lakai. Ja, in den Lakai mit. Alle Diener verlieren Gottesschild. Er hält +3/+3 für jedes verlorene Schild. Die dreckige Rotte, die ist eigentlich ganz geil. Ich glaube, ich nehme die Ratte. Hättest du auch nicht genommen. Ja, den Elementar war mir schon klar. Die Ratte, oder? Der Blutritter ist natürlich auch ziemlich geil, wenn man mal gegen den Paladin spielt, was in der Arena allerdings ziemlich selten ist. Deshalb glaube ich, würde ich... Die verbotene Flamme ist natürlich auch super, gerade im späteren Spiel. Kann man damit richtig ordentlich Schaden machen und einen Diener vernichten. Ratte oder Flamme? Ja, ich nehme auch die Flamme. Lasst einen befreundeten Diener vom Schlachtfeld auf eure Hand zurückkehren. Finde ich immer geil. Gegen große Diener eben, ja. Die Wache ist auch ziemlich cool. Ein 3-3er mit Gottesschild. Tja, Braumeister war. Würdest du auch sagen, oder? Braumeister. Wobei 3-3 natürlich mit einer Gottesschildkarte auch ganz geil ist. Aber... Den kann man immer mal brauchen, falls man hier... Die Chemikerin haben wir schon dabei. So könnten wir uns die Chemikerin wieder zurückholen und uns noch einen Trank auf die Hand holen. Der Braumeister ist tatsächlich sehr geil, finde ich. Ich nehme den Braumeister. Nachdem euer Gegner einen Diener ausgespielt hat, wird dieser in ein Schaf verwandelt. Ich bin hierfür. Ich nehme den Verwandlungstrank. Wenn
ein Diener euren Helden angreift, wird er vernichtet. Erhaltet ein Flammengesie auf die Hand, wenn ihr im letzten Zug ein Elementar ausgespielt hat. Dampfwoge oder zerstäuben, Leute? Wir haben echt viele Zauber jetzt schon, ne? Wie viele Elementare haben wir denn schon? Einen, zwei. Zwei Elementare. Der Flammengesie ist natürlich ganz geil, ne? Aber zerstäuben ist natürlich auch super. Dampfoger. 5-4 für eine Viererkarte ist gut und wir kriegen noch ein Gesir auf die Hand, mit dem wir nochmal zwei Schaden verursachen können. Ja, ich nehme den Woger mit, auch weil er so schön golden ist. Ich nehme nochmal das Ebenbild mit. Mannawürm oder Psychotron? Ich nehme den Mannawürm. Frostnova oder Kältekegel? Ich nehme nochmal die Frostnova mit. Türsteher oder nochmal das Ebenbild? Am besten nochmal das Ebenbild, oder? Oder der Türsteher ist natürlich auch geil. Oh, wir haben echt... Unsere Kurve sieht noch nicht so geil aus. Wie viele Geheimnisse haben wir denn? Eins bisher erst, ne? Ah ne, das ist ein Trank. Doch, ist ein Geheimnis. Okay, wir haben ein Geheimnis. Du brauchst auch Diener, die du kopieren kannst, das ist richtig, aber wir sind erst bei der Hälfte der Karten und wir haben 1, 2, 3, 4, achso, ja gut, die Diener zählen jetzt nicht so wirklich. Also Türsteher würdest du sagen, ja? Oder lieber die Geheimnisbewahrerin. Eine 2-3er-Karte. Boah, Leute, jetzt weiß ich gerade echt nicht weiter hier bei unserem... Was haben wir denn jetzt so drin? Schaden. Das nächste Geheimnis kostet 0. Da haben wir erst 1 auf der Hand. Jedes Mal, wenn ihr einen Zauber wirkt, erhält er plus 1. Erhaltet einen zufälligen Magierzauber auf die Hand. Wir haben eine Spott. Wir haben zweimal Einfrieren. Wir haben eine Gegner, einen Gegnerdiener abgewehrt, nochmal einen Trank, den Dampfwoger, zweimal das geschmolzene Ebenbild, den Schlurfer, mit dem wir auch kopieren können, den Braumeister, um jemanden wieder zurückzuholen, das Elementar und die Kryomantin. Die Bewahrerin, wir haben schon so viele Vierer, das stimmt. Ja, ich nehme die Bewahrerin mit, hast du recht. Tja, nochmal die Chemikerin. Nee, ich nehme den Murloc mit. Ich nehme die Spiegelgestalt mit. Ich nehme... Haben wir zerstäuben, haben wir nicht eingepackt beim letzten Mal. Ne? Wäre jetzt wahrscheinlich die letzte Chance... Aber der Steinhöhlenverteidiger ist natürlich auch geil, um noch eine Karte mit Spott zu kriegen, die wir auch eventuell kopieren könnten. Ich nehme den Verteidiger mit, hoffe, dass ich nochmal zerstäuben bekomme. Ich nehme den Akolyt mit, um Karten drawen zu können. Mutierter Worgen, Ritter von Sturmwind. Den könnten wir ein paar Mal kopieren eigentlich. Um vernünftig viele 7-6er aufs Deck zu kriegen. Da können wir zwar keine Diener mehr ausspielen, aber es ist eigentlich ziemlich Wumpe. Ich glaube, ich nehme den Söldner mit. Ja, du sagst auch Söldner, dann nehme ich den noch tatsächlich mit. Ich würde den Frostwolf-Kriegsfürst mitnehmen. Du musst mir mal deinen größten Respekt zollen.
bin vor ein paar Monaten erst auf das Niveau und damit auch auf dein Zeug gekommen und ich habe mich sofort verliebt. Bist ein guter Kerl. Desorat, vielen Dank an dieser Stelle. Danke dir. Das freut mich sehr. Oh, und du folgst meinem Kanal noch nicht? Was für ein Frevel. Den Kriegsfürst, oder? Leute, ihr würdet auch den Kriegsfürsten nehmen, ne? Den Dreschadon? What the fuck? Im Ernst? Weil? Echt? Dreschadon? Wir haben nichts im Late Game. Ja, bisher noch nicht, aber wir haben auch noch 8 Chancen, was zu ziehen. Naja, okay, ich nehme mal den Dreschadon, obwohl ich eigentlich lieber den... Naja, gut. Wolfsreiter ist ganz geil, um mal schnell 3 Schaden machen zu können. Ogermagier ist natürlich super, weil wir viele Zauber haben. Aber keine, die wirklich Schaden machen, also nehme ich den Wolfsreiter mit. Ja, Mime oder nochmal über den Ravasaurus. Desorat, vielen Dank fürs Hosten. Warum wird das Hosten nicht mehr angezeigt? Hä? Ich habe eine Automation eigentlich. Doch, jetzt wird's angezeigt. Ha! Wusste ich's doch, dass ich das eingerichtet hatte. Sieht nämlich schick aus, habe ich mir Mühe mitgegeben. Ja, taucht jetzt gleich unten auf. Seht ihr? Danke, Desorat, für einen weiteren Zuschauer. Tausend Dank, finde ich großartig. Den Mimen. Okay, dann nehme ich nochmal den Mimen mit. Kampfschrei hält Ansturm, wenn ein feindlicher Diener Spott hat. Verleiht benachbarten Dienern Spott. Oder allen Dienern 2 Schaden zufügen. Wir haben noch nicht allen Dienern Schaden zufügen. Wäre also wichtig... Der wäre natürlich auch wichtig, der wäre ganz geil. Und die wäre auch geil. Vor allen Dingen, wenn wir damit die Söldner verspotten könnten. Wenn wir uns sie kopieren. Ja, Ravasaurus hätte ich auch genommen, tatsächlich eher. Ich nehme die Frau Sonnenzorn. Na toll. Und jetzt haben wir den hier nochmal. Spott und +1/+1. Oder die Mana-Bindung. Den Heizer. Tut mir leid, Trashmob. Was würdest du denn jetzt hier sagen? Den Verteidiger oder die Mana-Bindung? Wir können noch 4 Karten uns holen. Wir haben die eigentlich schon in Schaden. Das hatte ich, konnte ich natürlich nicht wissen, sonst hätte ich die Sonnenzornbeschützerin natürlich nicht mitgenommen. Den Verteidiger, richtig. Okay, ich nehme den Verteidiger. Auf jeden Fall das Riesenmastodon. Ich nehme den Zauberbrecher mit. Jetzt haben wir nochmal die Mana-Bindung. Und wir haben auch nochmal den Verwandlungstrank. Ich nehme die Mana-Bindung einmal noch mit. So, in diesem Sinne springen wir in die Arena. Ich bin sehr gespannt, was wir reißen mit unserem Deck. Interessantes Deck, auf jeden Fall. Wir haben nichts Legendäres drin. Doch, eine Legendäre haben wir drin, ne? Haben wir eine Legendäre drin? Ich bin mir gerade unsicher.